Na du, der Cam läuft ja schon. Hey auch meine Lieben, wie ich es im letzten Video gesagt habe, machen wir heute einen schönen Braten. Und was für einen, und zwar einen Schinkenrollbraten, gefüllt mit einer Brezel-Pfifferling-Bacon-Mischung. Ja, irgendwie so werde ich das dann nennen. Hier im Hintergrund tue ich schon ein paar Zwiebeln und ein Bacon anbrutzeln. Da kommen dann gleich die Pfifferlinge rein, aber das zeige ich euch jetzt. Und noch was. Wer im letzten Video nicht kapiert hat, dass das eigentlich mehr ein Fun-Video war, ein Zwischenvideo, ein Snack-Video, der soll auch seine blöden Kommentare lassen. Entschuldigung, aber musste ich so loswerden. Okay, aber jetzt gehen wir da runter und gucken uns das an. Also wie gesagt, Bacon, ein paar Zwiebeln und da kommen jetzt dann noch die Pfifferlinge mit rein. Schatz, wie viel sollen rein donnern? Das war eine große Handvoll. Die tun wir jetzt auch noch schön mit anschmoren. Und dann müssen wir unsere Füllung erst einmal wieder abkühlen lassen. Kann ich den Rest auch noch reinhauen. Das ist jetzt gar nicht mehr viel. Das wäre jetzt Blödsinn gewesen, das extra im Kühlschrank nicht zu tun. Nein, so ein Beutelchen ist halt nicht viel drin. Also vom Weißwurstessen gestern hat man leider nur noch eine Brezel übrig, aber ich denke, das wird reichen. Schatz hat die jetzt schon leicht eingeweicht. Da kommt jetzt noch ein Ei mit rein. Da ist es schon. Und ja, dann verknetet und vermischt und damit haben wir dann unsere Füllung fertig. Hast du die schon etwas gewürzt? Nein, im Moment habe ich gar nichts, weil dieser Bacon ja salzig ist. Okay. Nicht, dass das dann hinterher recht. Also als Würzung nehmen wir nun eigentlich heute nur wieder Salz, Pfeffer, Paprika. Und ja, einen Schmand habe ich auch noch. Brauchen wir den noch? Tun wir den mit rein? Nein. Nein. Okay. Dann ist das dann unsere Füllung. Salz, Pfeffer, Paprika. Der Schinkenbraten, den hole ich jetzt gleich im Anschluss hierher und schneide den auf und ja, dann können wir schon weitermachen. Tja Freunde, hier haben wir ein schönes Stück, insgesamt fast 3,5 Kilo. Das ist natürlich definitiv viel zu groß. Tja, den werde ich jetzt etwas kleiner machen und dann auffächern. Hier hinten liegt die Füllung schon bereit und ich würde mal sagen, jetzt schneiden wir hier direkt ab und nehmen das hintere Stück. Ja, das schneiden wir auf und es kommt wieder in die Kühlung und wird dann einvakuumiert und eingefroren fürs nächste Mal. Tja, dann gucken wir mal, wie wir den auffächern. Also das hier schreit ja schon förmlich danach. Ich glaube, den klopfen wir nachher noch ein bisschen. Also den klopfe ich jetzt noch ein bisschen und dann gucken wir mal, was draus wird. In die für eine Form. Ja, ich glaube, den Fladen können wir fast wegschneiden noch. So, dann tun wir die Rückseite gleich mit Salz, Pfeffer, Paprika beträufeln, bestreuen, einpudern
Innenseite tun wir auch noch mal etwas bepudern. So, dann schnappen wir mal uns hier gleich den Bacon. Na, ahnt ihr schon, was ich vorhab? Bestimmt. Boah, ganz schön viel Masse ist das geworden hier. Ist ja schon fast zu viel Masse, Leute. Tja, dann tun wir halt mal basteln hier. Kann man noch ein bisschen in die Breite gehen. Der quillt bestimmt raus, aber mein Gott. Das probieren wir jetzt einfach aus. Schmieren wir jetzt ganz dünn. So Leute, dann suche ich mir mein Schnürchen und tu den verschnüren und wenn der fertig verschnürt ist, hole ich euch wieder dazu. So Leute, also einen Schönheitswettbewerb werde ich mit diesen Fleischklops hier mit Sicherheit nicht gewinnen. Die Füllung wird rausquellen. Ich werde mir jetzt noch eine Grillschale organisieren. Ich glaube, ich habe da noch was aus Edelstahl. Da kommt das Ding dann im Grill drauf und dann grillen wir das ganz einfach. Naja. Dann gehen wir jetzt raus, schmeißen den Grill an und schmeißen das auf den Grill. Ja, und danach muss ich hier mein Schlachtfeld bereinigen. Und ich könnte schon wieder ausflippen. Ich habe ihn mir vorher extra zurechtgelegt. Ja, mein Ofenkäse ist Cheddar Mozzarella und jetzt habe ich ihn doch vergessen. Egal, nächstes Video wird er verwendet, hoffe ich. So, dann können wir draufhauen. Patrick, sei so gut. Bisschen noch zurück, den kann man ganz zurückgehen. Und das ist eben das Blech. Wenn eben Füllung rausquillt, bleibt die auf dem Blech und wir müssen sie nicht entsorgen, können sie mitessen. Ja, und wir können das ganz einfach nachher das Blech einmal drehen und dann den Braten so rumdrehen, aber das seht ihr nachher dann. Und wie lange das Ganze dauert, bis wir eine Kerntemperatur erreicht haben, die uns gefällt. So Leute, dann gucken wir mal hier gerade nach und sehen, da wird er schon etwas braun. Dann muss ich die Zange schnell nehmen. Dann drehen wir das Teil jetzt einfach hier einmal komplett um, machen den Deckel wieder zu und grillen weiter. So einfach machen wir das heute. Wieder mal gucken. Ui. Heiß. Aber die Füllung schmeckt schon mal sehr lecker. So, jetzt schauen wir mal wieder rein. Auf die Zeit habe ich nicht geachtet, weil ich habe lauter andere Sachen noch zu tun. Und was sagt uns die KT? Die 44. 54, 53, naja, das braucht auf alle Fälle noch ein bisschen. Man könnte das Ganze jetzt noch glasieren, aber das weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Vielleicht noch mit ein bisschen Ahornsirup. Das wäre noch eine Möglichkeit. Kläre ich aber jetzt erstmal ab, ob Schatzi das auch möchte. So, also Ahornsirup darf ich heute nicht verwenden. Dann habe ich hier jetzt noch so eine zwiebelige Barbecue-Soße gefunden. Die pindeln wir jetzt einfach drauf und gut ist. Ja, da kommt auch was von der Füllung raus. Ja. Fürs Glanzerl. Schatzi, wer hat das immer gesagt? Fürs Glanzerl. Und
Dutch? Nein. Herbie. Stimmt. Sklanzerl. Ja. Reicht gerade so aus für einmal gläsen. Jawohl. Okay, ich komme. Ja. Ja, und dann kriegen wir fertig, bis wir so eine KC-Form, ich würde mal sagen, 75, 8 bis 80 Grad haben. Und dann ist gut. So, Freunde, wir haben eine Kerntemperatur von über 70 Grad auf alle Fälle. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann können wir hier unseren Kometen mit Fleischbrocken, wie man es auch nennen möchte, runterholen vom Grill. Und hey Leute, das Ding sieht doch mal richtig, richtig gut aus. Hm? So ein bisschen Glaze macht schon richtig was her. Hier drin ist gerade noch das Kartoffelkrotton auf Bräunung. Das gibt es dazu, aber jetzt schauen wir mal, wie Schatzi schnibbelt. Und wieder stehe ich mal auf der falschen Seite. Du weißt genau, dass ich das immer von dieser Seite an aufschneide. Ich kann das nämlich nicht anders. Ja, dann machen wir einen akuten Seitenwechsel. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Oh, Schatz, sie hat gesagt, es schaut gut aus. Mm. Halt. Ist die Füllung? Ja, hier, kurz mal wegziehen, dass man das mal sieht so. Weil das ist so verrückt. Oh, geil. Geil. Weil der dampft so extrem in die Cam, aber ich probiere hier jetzt mal so ein richtig geiles Stück Füllung. Freunde, das Probiererle muss jetzt ganz schnell gehen. Aber schaut euch mal die Scheibe hier an. Die sieht doch mal richtig, richtig gut aus. Also ich würde sagen, hervorragend gelungen. Füllung habe ich ja vorher schon probiert. Schnell mit einer Hand ein bisschen Fleisch abschneiden. Da ist noch Schnur drin. Moment. So. Schnelles Probiererle, Füllung mit Fleisch. Einwandfrei. Wirklich sehr lecker. Und Kartoffelkrotton ist ja eigentlich immer lecker, wenn es mein Schatz macht. Und der Gurkensalat. Ich glaube, da muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Wir hören uns nachher in die Runde dann einfach noch schnell das Fazit an. Aber jetzt erstmal essen. Die sind nämlich alle schon am Spachteln. So, Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Mir persönlich hat es sehr lecker geschmeckt. Besonders das Fleisch mit dieser Brezel-Knödel-Füllung mit dem Pfifferling da drin. War sehr gut, dass wir den Bacon und Pilze und Zwiebeln vorher angeschmort haben. Einfach nur köstlich. Dazu der Rest noch, das Croton und alles, einfach genial. Schatzi, wie hat's dir geschmeckt? Sehr gut. Ist das alles, was du dazu sagst? Ich mache mir einen Haufen Arbeit und du sagst nicht mehr. Und du hast ja auch noch mitgeholfen. Ja, Finn, dann brauchst du bei uns nichts mehr essen. Doch, aber auch noch Pizza. Der wollte mich nur ärgern. Der hat auch gespachtelt wie ein großer. Patricia! Ja, lecker war's. Lecker war's. Patrick! Perfekt. Hässlicher Seestern, du. Marie? Lecker. Lecker, also alles einstimmig. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt endlich mal wieder ein schönes Grillvideo gemacht. Und ja, schauen wir mal, was der Urlaub noch bringt. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski und Däumchen nach oben, Abo und vielleicht auch noch den Zweitkanal, den Fantastic Ice Creamos abonnieren. Dann würde ich mich sehr freuen. Also dann,